nachdem ich mich jetzt mal ein wenig abgerichtet habe nach den letzten Ergebnissen, die wir so eingefahren haben, halt ständig eigentlich nur unentschieden, habe ich mal ein bisschen an der Mannschaft was verändert. Wir spielen jetzt gegen Braunschweig, englische Woche und so. Deswegen musste ich auch einiges verändern. Allerdings spielt jetzt mal Wiegel links von Anfang an, Ilyuchenko im Sturm, Devali rechte Verteidigung, möchte ich einfach mal probieren. Poggenberg für Wolze, Wolze kann nicht mehr, Albutat im zentralen Defensiven und Dausch kommt wieder zurück in die Mannschaft. Und vielleicht können wir mal wieder was holen. Und wenn ich mir da nicht ganz sicher bin, dass wir vielleicht mal einen Sieg holen. Aber wir sind immer noch Dritter, heißt alles ist gut. Wir sind noch ziemlich weit oben. Trotz den letzten nicht so guten Ergebnissen, aber es ist alles okay. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen abgeregt, ein bisschen ins Bett gelegt, ne? Und ein bisschen gechillt, weil ich war schon hart genervt. Wir spielen heim und wir spielen, ja, würde ich sagen, wir im Blau-Weiß, wie es sich gehört, und gegen Gelb. Da würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel. Boah, sehr stark. Nein, da habe ich ein bisschen verkackt. Schade. Alter, Fülle. Was hat denn? Boah, voll der Leno. Okay, Halbzeit. Das Spiel ist okay. Wir haben, ich würde schon sagen, wir sind derzeit die etwas bessere Mannschaft. Auch wenn wir jetzt nicht so zwingend sind. Aber wir haben ab und zu mal so kleine Chancen, wenn wir die ein bisschen besser ausspielen, halt will ich auch mal das 1-0 zu machen. Braunschweig könnte aber genauso gut mal das 1-0 machen. Heißt, es ist alles noch so ein bisschen, ja, ist alles nicht so einfach. Wir schauen uns jetzt mal kurz die Zwischenergebnisse an. Und zwar liegt Nürnberg 1-0 zurück und Karlsruhe 1-1 gegen Union Berlin. Dann machen wir auch mal direkt weiter. Und ich kann jetzt schon mal sagen, Doriak wird das Spiel nicht durchspielen. Sehr nice, Lutschenko. Nein! Oh Mann, oh, jetzt gibt's auch eine Gelb. Oh, verdammt. Ist ja schön gewesen. Gelbe Karte für Jörg Blondschopf. Ich weiß nicht, wer das ist. Ach, Dekali, natürlich. So, wer kann? Rubina? Ja, jetzt will Rubina machen. Victor Urbina. What? Und Urbina macht dann 1-0. Ich muss ein bisschen ruhiger heute, weil meine Zwitter hier ist. Und geiles Ding, ey. Geil. Boah, geiles Freistoß-Tor. Das ist aber dann. Boah, das ist ja richtig geil. Scheiße, Mann, da. Und damit 5-1 gegen Braunschweig. Boah, richtig stark. Victor Urbina. Boah, perfekt. Kann der Keeper nichts machen. Heißt aber auch, ja, wir führen. Geil, endlich mal. Ab und zu muss man nur ein bisschen ruhiger sein. Ich bin auch mal geschissen. Wir wechseln aus und zwar verletzt Doriak den Platz, da er nicht mehr so fit ist. Und vielleicht für einen schnellen Konter oder so war er gar nicht so schlecht. Und deswegen kommt jetzt Grote für ihn ZM rein. Ja. Wir setzen ihn einfach weiter unter Druck. Und dann wird es schon irgendwann eventuell zum Erfolg führen. Sehr schön. Ja, wieder faul. Aber eindeutig. So, die nächste, ich denke mal, die nächste gelbe Karte. Für Reichel dürfte das, glaube ich, sein. Und es wird ausgewechselt und zwar verlässt Schönfeld den Platz und Fitzner kommt rein. Boah, soll man nochmal probieren. Urbina. 2-0. Nice. Geil. Zwei Standards, Alter. Und sie. Richtig geil. Natürlich hat der das jetzt nicht gemacht, aber da steht dann halt Grote. Zack, und dann bam, Kopfball drin. Boah, geil, wie schön 2-0 im Braunschweig. Oh, und das heilt. Boah, es ist befreiend, das ist richtig schön gerade. Schön, dass der den noch reinmacht. Joa, hab alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Oh, schade, ich werde jetzt hier gewinnen. 2-0 für uns. Wiegel. Kommt der nächste. Oh, schade. Und damit gewinnen wir endlich mal wieder. Boah. Nice, 2-0 gegen Braunschweig. Durch ein Freistoßtor und auch wieder durch einen Standard. Durch die Tore von Urbina und Grote. Richtig geil. Das war schon, die Freistöße waren schon geil. Auf jeden Fall der erste, der war schon geil geschossen. Der zweite war auch gut geschossen. Allerdings, war halt Latte und dann steht halt Grote richtig, ne? Bitteschön. Eigentlich bin ich von allen begeistert. Alle haben das super gemacht. Auch, sage ich mal, die Ausgriffsverteidiger. Devalier war, ich weiß gar nicht.
Ich habe über rechts nicht so viel gesehen, aber ich meine, Dings war doch schon noch ein bisschen besser, der Fälscher. Hat halt nur eine schlechte Phase in letzter Zeit. Ja, ich würde sagen, sehr gut, wir haben gewonnen. Wir können ja mal kurz gucken, wer der beste Spieler im Braunschweig war. Boah, alle scheiße irgendwie. Ademi schon fast, glaube ich. Dann gucken wir noch mal ganz kurz. Genau, hier die Statistik. Ja, spielt auch ganz klar für uns, außer Ballbesitz, aber den habe ich eh nie. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Spiel hoffentlich auch wieder mit einem Sieg. Hat der jetzt super funktioniert hier, auch wenn es nur die Standards war. Scheiß drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Dorian.